Ja, hallo. Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video von die Sachsenkriller. Es ist gerade mal 2 Tage her, das heißt, heute ist Freitag. Der Anschluss an unseren Kurzkrimi von vorgestern folgt natürlich. Und wir haben geknobelt, also der Knobelböscher sagte, der André ist heute dran. So sehen Sieger aus. Ja, der André muss zubereiten und ich werde dann einfach essen, beim Verkosten erster sein. Und was wir dann natürlich machen, beziehungsweise ich werde euch jetzt sagen, was es gibt Rippchen. Rippchen und zwar in der 1-2-1-Methode. Was es damit auf sich hat und was wir noch an Zutaten bräuchten, das zeigt euch jetzt der André. Okay. Aber, da wir uns nicht entscheiden konnten, wer was macht, machen wir jetzt noch einen kleinen Zeitsprung und ich habe etwas vorbereitet für den heutigen Tag. Ja dann. Also 12 Stunden zurück, schon nicht. Ja, willkommen in der Vergangenheit. Natürlich haben wir noch etwas an Vorbereitungen. Und zwar haben wir hier unseren Hauptdarsteller, das sind 3 Kilo Babyback Ribs von unserem Fleischer des Vertrauens aus dem Nachbarort. Und hier haben wir eine Gewürzmischung, beziehungsweise die einzelnen Gewürze habe ich hier in ein Glas reingegeben, weil sich das einfach besser mischen lässt. Hier ist drin Paprikapulver, brauner Zucker, Pfeffer, Salz, Zwiebelpulver, Knoblauchpulver, Liebstöckel, Koriander, Tomatenpulver. Die genauen Mengenangaben und die genauen Zutaten, die sich in dem Glas befinden, hat natürlich jeder gut sortierte Haushalt auch daheim. Und die findet ihr auf unserer Webseite in der Rubrik Rezepte. Natürlich wie gewohnt. So, wir haben jetzt die Rippchen von der Silberhaut befreit. Manchmal war auf dem Rücken bzw. auf der Rückseite des Rippchens eine ziemlich dicke Fettschicht. Die habe ich dann natürlich auch weggemacht. So, und jetzt bleibt nichts anderes übrig, außer unsere Gewürzmischung über den Rippchen schön satt verstreuen. Bisschen andrücken, umdrehen und das erste Rippchen ist schon fertig. Schön andrücken, dann kommt die nächste Seite. Und da die ja übereinander liegen und dann sich gegenseitig marinieren, brauchen wir die eine Seite nicht zu sehr würzen. So, diese Seite. Hier nochmal als kleiner Tipp am Rand, wenn ihr die Gewürzmischung macht, nehmt für das Koriander, falls ihr diese Koriander mögt, wir mögen es, haut das hin, stimmt das? Ja. Wir mögen es jedenfalls. Wir nehmen immer frische Samen und die einfach mal kurz im Mörser angestoßen. Das ist einfach himmlisch vom Geruch und vom Geschmack her. Die bringen eine richtig schöne, herrliche, fruchtige Note mit rein. So, dann würde ich sagen, ich mache das hier alles fertig. Ihr habt ja gesehen, wie das geht. Von beiden Seiten schön würzen. Und dann packen wir das alles nur noch in Frischhaltefolie. So, den Rest kennt ihr ja eigentlich. Diese werden jetzt richtig schön straff in Frischhaltefolie eingewickelt. Kommen für 12 Stunden in den Kühlschrank. Und ich würde sagen, wir sehen uns. Also für mich sind es noch 12 Stunden, für euch ist es ein kleines Augenzwinkern. Und wir sehen uns einfach im Heute wieder. Bis dahin. Ja, wie gesagt, unsere Rippchen, die wollen wir auf dem Gasgrill machen und damit wir auch ein bisschen Räucheraromen dran bekommen, gibt es natürlich auch für den Gasgrill eine Räucherbox. Diese wäre diesmal von Weber, so schaut die aus. Hier drinnen haben wir jetzt schon unsere Chips reingelegt, die haben wir vorher eingewässert gehabt und die werden jetzt auf den Gasgrill gestellt. Aber das zeige ich euch auch mal ganz kurz, wie das funktioniert. Ja, wir sind am Gasgrill angekommen, die Räucherbox habe ich in der Hand und wir, wenn wir die uns mal von unten anschauen, da seht ihr, da ist eine Kerbe drin. Diese Kerbe passt genau auf die Abweiser von unserem Grill. Dort wird die einfach draufgestellt, unten drunter wird der Brenner auf volle Pulle eingestellt und dann geht es in wenigen Sekunden los schon mit Räuchern. Ja, jetzt kommt bloß noch unser Fleisch mit hier dazu. Das habe ich hier vorbereitet. Wie ihr seht, haben wir hier eine Konsusform. Hier unten haben wir ein kleines bisschen Wasser hereingelassen. Unsere Rippchen in den allseits bekannten Rippchenhalter von diesem schwedischen Hersteller gestellt. Und oh, Gott sei Dank, mir hilft niemand. Ist schwer. So,
ab auf dem Grill, Klappe zu und los geht's für eine Stunde in den Rauch. Mal kurz zu zeigen, dass natürlich das Räuchern funktioniert, auch auf dem Gasgrill, werde ich mal kurz aufmachen. Und da seht ihr schon, ne? Ordentliche Rauchentwicklung, schnell wieder zu, ansonsten verfliegt uns die Wirkung bei unseren Rippchen. Ja, Stündchen ist rum bei unseren Rippchen, wir schauen mal nach. Gequalmt hat es ja ganz schön. Nö, die sehen schon richtig geil aus. Was wir jetzt machen, wir nehmen die jetzt runter. Aber nicht, weil sie fertig sind. Sondern wir werden jetzt mal probieren. Wir werden jetzt bei der Konsistform unten mal diesen Aufsatz herausnehmen, unsere Rippchen unten drauf stellen und dann versuchen, die eine zweite Konsistform oben drüber zu stülpen. Und dann ein kleines bisschen Flüssigkeit noch nachgießen unten und dann werden wir die für 2 Stunden nochmal in unseren Gasi stellen. Ja, wer die Theorie nicht verstanden hat, der guckt jetzt im Praktischen zu. Also wie gesagt, den Aufsatz haben wir jetzt entfernt und noch ein kleines bisschen Flüssigkeit aufgefüllt. Die Rippchen haben wir jetzt unten reingestellt. Ich muss es mal kurz ein bisschen vorziehen, weil sonst kriegen wir den Deckel nicht drauf. Und eine zweite Konsistform werden wir jetzt einfach drüber stülpen. Diese werden jetzt 2 Stunden hier drin garen und dann geht's weiter. Die Garphase von 2 Stunden ist auch überstanden. Wir schauen mal nach, wie unsere kleinen Rippchen aussehen. Das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. Und das riecht, Leute. Ja, wie gesagt, unsere Rippchen habe ich mal rausgeholt. Wir werden sie jetzt ordentlich mit unserer Kläs bestreichen von allen Seiten. Da bin ich schon richtig gespannt drauf, wie diese schmecken wird mit dieser Kirschmischung. Aber das werdet ihr am Ende des Videos erfahren, ob die wirklich geschmeckt hat. Ich bin da auch mal gespannt. Genau. Da ist schon ein kleines Stück Fleisch abgefallen. Das musste ich natürlich sofort erstmal verkosten. Vielleicht dummer Zufall. Ich weiß nicht, ob man euer ist. Man sieht das auf dem Bild schön, wie sich das Fleisch schon von den Knochen zurückzieht. Genau. So sieht die ganze Sache aus. Ich werde die anderen Rippchen noch fertig machen. Dann werden wir wieder unseren Einsatz in die Konsistform reinstellen. Und dann werden wir, ich sag mal so 2-3 Mal, werden wir bestimmt nochmal mit unserer Gläs bestreichen. Ja, unsere Rippchen haben wir jetzt komplett bestrichen mit unserer Gläs. Jetzt kommt der letzte Schritt. Eine Stunde noch warten, zwischendurch 2-3 Mal mit der Gläs beschmieren. Das zeigen wir euch natürlich nicht. Das wäre doch zu langweilig. Euch interessiert bestimmt bloß das Ende. Ja, mich auch. Genau, Klappe zu. Welche Temperatur fährst du jetzt? 150. Eins, zwei, eins. Das sind die wichtigsten Zahlen bei diesem Gericht. Und so schauen unsere Rippchen aus nach 4 Stunden. Ich kann jetzt bloß noch sagen, 3, 2, 1, meins. Unser. Ja. Der Geruch hat schon mal überzeugt. Jetzt mal sehen, ob der Geschmack auch überzeugt. Also vom Knochen fallen sie. Ja. Wunderbar. Kann auch schon. Genauso wie sie sein müssen. Süß, saftig, zart, leichte Schärfe im Hintergrund. Aber nicht ganz leicht. Auch wirklich ganz leicht. Also sensationell. Das ist meine. Das heißt, du gucken sollst, das ist meine. Nehme ich das mit dem einen Knochen hier. Das hat der andere immer extra hingelegt. Ja. Ich dachte, ich quatsche immer so viel, dass er mir endlich mal ein bisschen mehr Essen hinlegt, aber habe ich falsch gerechnet. Ja, was soll ich sagen? Hat funktioniert. Geschmack hat jetzt auch überzeugt, muss ich sagen. Diese Gläs hat wirklich nochmal richtig schön alles unterstützt, das Ganze. Auch dieser Koriander, den wir dort in unserer Gewürzmischung drin haben, das ist wirklich eine richtig schöne Kombination wieder aus dem Ganzen. Also uns hat es geschmeckt. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Und auch hier müssen wir wieder sagen, zum Nachmachen empfohlen. Auf jeden Fall.
Abonniert unseren Kanal, dann seid ihr nächste Woche Freitag wieder mit dabei. Und ab dann jeden Freitag 13 Uhr. Und wir verabschieden euch jetzt ins Wochenende und wünschen euch dasselbige. Und bis nächste Woche Freitag, eure Sachsen-Grill-André. Ciao. Ciao, ciao.